99 Affen. Ideen für eine bessere Welt. In meinem heutigen Podcast geht es darum, wie wir wieder auf einen gemeinsamen Nenner kommen können mit anderen Menschen. Wie wir wieder miteinander reden können. Und wie wir wieder mehr auf gemeinsame Werte zurückgehen können, also gemeinsame und geteilte Werte, als auf die Unterschiede an der Oberfläche, die zum Teil sehr vehement sind und sehr, sehr unterschiedlich. Und es ist auch sehr schmerzhaft oft, wenn es innerhalb von Paaren ist oder innerhalb von Familien oder Freundeskreisen. Und das ist sicher ein Prozess, der tatsächlich mit Unterschieden umgehen muss und kann. Denn ich denke, das ist eine der Hauptentwicklungen der neuen oder jetzt begonnen habenden Luftepoche, nämlich dass es sehr pluralistische Gesellschaften geben wird, also sehr unterschiedliche, mit sehr vielen unterschiedlichen Untergruppierungen, was die Weltanschauung anbelangt und die Lebensweise. Und dass das jetzt schon ein Test ist oder ein Experimentierfeld, wie es gelingen kann, im Gespräch zu bleiben oder wieder ins Gespräch zu kommen. Und das ist anstrengend. Und das war vorher einfacher, als wir doch noch so eine eher gemeinschaftlich geteilte Weltsicht hatten oder eine gemeinsam geteilte Realitätssicht oder Wahrnehmung der Realität. Das wird jetzt sehr unterschiedlich, weil die Wahrnehmungen sehr unterschiedlich werden. Und umso wichtiger ist es zu lernen, eine Möglichkeit zu finden, weiter miteinander zu sprechen oder wieder miteinander zu sprechen. Und zwar vielleicht auf einer anderen Ebene, auf einer besseren und tieferen Ebene als früher. Es ist anstrengender, herausfordernder, auch schmerzhafter zum Teil. Wir merken aber auch, dass wir sehr in Frage gestellt werden oder dass wir unsere Meinung auch in Frage stellen müssen. Dadurch, dass vielleicht ein ganz naher Angehöriger, Partner in für uns wichtigen Themen anderer Meinung ist. Aber ich glaube, wie immer, man kann diese Welle nehmen oder man kann unter ihr zusammenbrechen. So wie immer haben wir da im Moment nur zwei Wahlmöglichkeiten oder wir haben zwei Wahlmöglichkeiten. Einmal kann ich aufgeben oder kann mich immer weiter auf meine Position zurückziehen und mich dadurch auch entfremden oder entfernen von jemandem. Oder ich nehme die Welle und kann mich damit auseinandersetzen. Und auseinandersetzen heißt aber auch, meine eigene Haltung mal zu überprüfen, aber auch dem anderen wieder zu lernen, zuzuhören. Und der heutige Podcast geht eben darum, ob man die Tempelhunde füttert oder ob man in den Tempel geht. Und das hat zwei Aspekte, eigentlich drei, die ich gerne mit Ihnen zusammen anschauen möchte. Und zum Schluss gibt es was Tolles, nämlich eine gemeinsame Theta-Arbeit, in der Sie mitarbeiten können. Und ich würde Sie herzlich einladen, es zu tun, in eine Art Container, die Ideen über eine Zukunft hineinzugeben oder in eine Welt, in der wir leben möchten, die wirklich eine aktive Resonanz haben. Was das ist, sage ich gleich, aber Sie können mitarbeiten und Sie sind auch wichtig. Jede von Ihnen, jeder von Ihnen ist wichtig. Und es ist ganz wichtig, dass wir aktive Resonanzen in das Feld geben und eben nicht nur wissen, was wir nicht wollen. Vorher möchte ich mich aber ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Das war eine super schöne Was wirklich hilft Woche. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht. Und ich freue mich sehr oder habe mich auch sehr über die vielen, vielen positiven Kommentare gefreut, über diese aktive Mitarbeit und dieses aktive Mitmachen. Das hat mich sehr motiviert oder das motiviert mich auch sehr. Und ich habe schon zwei andere Themen noch für nächster Zeit, für ähnliches Format. Zwei sehr, sehr schöne Themen, die Ihnen, glaube ich, auch viel Freude machen werden. Also ganz herzlichen Dank dafür. Und ich fand auch, es ist eine so schöne Gemeinschaft auch entstanden. Das hatte, glaube ich, eine Kommentatorin auch geschrieben, dass da so eine Art Gemeinschaft entstanden ist oder eine Gemeinschaft. Und das finde ich sehr schön. Die war auch wirklich deutlich zu spüren, auch für mich. Also ganz herzlichen Dank an alle, die aktiv oder passiv mitgemacht haben und für diesen Kreis, der dadurch entstanden ist. Heute also unsere Tempelhunde und die Frage, wie wir wieder auf einen Nenner kommen können oder wie wir wieder lernen können, miteinander zu sprechen. In daoistischen Tempeln oder vor daoistischen Tempeln gibt es immer zwei Tempelhunde, also Statuen von Tempelhunden, sogenannte Fu-Hunde. Und dazwischen geht der Weg in den Tempel und mir ist das jetzt als Bild sehr deutlich klar geworden, dass wir im Moment hauptsächlich bei den Tempelhunden stehen bleiben. Das heißt, wir beziehen Positionen, was Lockdown ja oder nein anbelangt,
Wir beziehen Position, was Impfung anbelangt. Wir beziehen Position, was für und wider von Maßnahmen anbelangt. Für und wider die Gefährlichkeit von Coronaviren. Und damit bleiben wir immer auf einer der beiden Fundseiten stehen. Das heißt, wir gucken nach links und rechts, wenn wir zu dem Tempel gehen, und entscheiden uns dann je nach innerer Haltung, Weltanschauung, Lebenserfahrung und so weiter, dann für einen der beiden Fuhhunde, für irgendein Thema oder für irgendetwas, was uns wichtig ist. Und dann bleiben wir bei diesem Fuhhund stehen, wir füttern ihn sozusagen. Wenn wir nur das täten, wäre das vielleicht nicht so tragisch, aber was inzwischen wirklich auch so ein gesellschaftlicher Trend ist, ist die andere Seite dann anzuschreien. Also wir stehen bei unserer Fuhhundseite und rufen dann irgendwas rüber. Und im besten Falle ist das noch eine Diskussion. Also im besten Falle versuchen wir das ausdiskutieren oder versuchen auch die Haltung des anderen zu verstehen oder der anderen. Meistens ist es aber so im Moment, dass es eher ausartet in einen Shitstorm, in sehr radikal geäußerten Meinungen. Und das gilt für beide Seiten. Egal, um welches Thema es geht. Und Sascha Lobo, den ich sehr schätze, hat in seinem in der letzten Spiegelkolumne geschrieben, dass wir so einen Urteilsexzess oder Exzessurteil oder Exzessmeinung im Moment, dass das im Moment sehr verbreitet ist. Und er sagt, weil es sonst eben überhaupt keine Möglichkeit gibt, sich abzureagieren oder zu Exzessen, also positiven Exzessen wie Sport, Tanzen, Freunde und so weiter, dass wir das auf die Meinungen und Urteile verlegt haben. Und ich denke, da ist durchaus was dran. Und wir sind alle sehr dünnhäutig im Moment und Nervenkostüm ist sehr, sehr dünn. Und das wird dann gerne am anderen ausgelassen. Wir suchen dann eben auch gerne jemanden, auf dem wir den ganzen Frust und die Angst und die Wut einfach auch projizieren können. Also wir schreien die Leute auf der anderen Seite der Fuhhunde oder des Tempelhundes auf der anderen Seite an. Und zum einen geht es mir heute in dem Podcast darum, wie wir wieder miteinander reden können. Und zum anderen geht es mir darum, dass wir doch in den Tempel gehen sollten, statt bei den Tempelhunden stehen zu bleiben, was wir interessanterweise gerne tun. Schauen wir uns das erste einmal an. Wenn ich mit Menschen spreche, die unterschiedliche Ansichten haben, zu mir unterschiedliche Ansichten, dann stelle ich aber trotzdem immer wieder fest, auch weil ich sehr darauf achte in letzter Zeit, auf die gemeinsam geteilten Werte darunter, unter den Meinungen. Und stelle da immer wieder fest, dass wir interessanterweise fast immer die gleichen tiefen inneren geteilten Werte haben. Die Erklärungen für den Ist-Zustand sind sehr unterschiedlich und die Lösungsvorschläge oder das, was wir als sinnvolle Lösung empfinden, das kann sehr unterschiedlich sein. Aber die darunter geteilten Werte sind interessanterweise oft die gleichen. Und ich glaube, wenn wir uns darauf wieder beziehen, wenn wir mehr nach den gemeinsam geteilten, darunter liegenden tiefen inneren Werten schauen, können wir auch wieder miteinander sprechen. Der Dalai Lama ist mal gefragt worden, wie er das schafft, jeden Tag mit Tausenden von Menschen zu sprechen und immer wieder auf die Leute auch einzugehen und sehr herzlich zu sein. Und ich finde das schön bei jedem Foto, das ich von ihm, zumindest vor 10 Jahren ungefähr, als er noch aktiver war, gesehen habe. Da hat er immer 1000 Leute untergehakt und hat in die Kamera gestrahlt für die Fotos. Und ich habe mich auch gefragt, wie er das macht. Und er hat mal in einem Interview gesagt, wissen Sie, ich kann mich auf das, was uns unterscheidet oder trennt, konzentrieren oder auf das, was uns verbindet. Und ich glaube, das ist das Geheimnis, dass wir mal ein bisschen von diesem Recht haben wollen und dieser aggressiven äußeren Schicht mal wieder ein bisschen zurückkommen auf, was sind die inneren tiefen Werte dahinter? Also was möchte jemand, in welcher Welt möchte jemand leben? Und wie gesagt, da habe ich dann oft erstaunt festgestellt, dass ich mit meiner Gesprächspartnerin oder dem Gesprächspartner genau das Gleiche wollten oder wollen. Also in meinem Fall eine hellere Welt, eine freundlichere Welt, eine tiefenökologische Welt, also eine Welt, in der so ein Gemeinschaftsbewusstsein herrscht, ein Verbundenheitsbewusstsein. Also nicht mehr dieses Ich oder Du, sondern das Ich und Du. Dieses wirklich eigentlich quantenphilosophische Wissen und Fühlen, dass wir all verbunden sind, also dass wir alle Formen des gleichen Grundmaterials sind oder dass wir alle auf einer etwas tieferen Ebene alle miteinander verbunden sind. Also einen bewussteren Umgang miteinander, einen freundlicheren Umgang miteinander, mehr Kooperation, weniger Konkurrenz, einen nachhaltigen Umgang mit der Umwelt, also mit Menschen, Tieren und Pflanzen.
und Bodenschätzen etc. Also etwas, was wirklich ein Kreislauf ist und keine Ausbeutung. Und mehr Entfaltung. Mehr die Möglichkeit, sich zu entfalten. Für jede einzelne von uns und für jeden einzelnen von uns. Diese Grundhaltung, ich bin groß und du bist groß. Und ich persönlich habe so ein bisschen Schwierigkeit mit dem Wort göttlich. Also ich ziehe das englische Wort divine vor, weil das ein bisschen großflächiger ist, dass das ein bisschen weniger prägt auf so ein Verständnis, was, glaube ich, viele von uns haben, dieser alte Christengott, wie wir ihn übermittelt bekommen haben. Gott sieht alles, Gott straft, Gott und so weiter. Deswegen habe ich gerne dieses Wort divine, aber dieses Wissen, dass wir in einem wohlwollenden und verlässlichen Universum leben und dass wir eben in diesem Feld verbunden sind, auch miteinander. Ich persönlich bin nicht der Ansicht, dass es ein Kampf zwischen Gut und Böse ist, sondern ich glaube, dass das halt einfach vieles die menschliche Natur ist, die man verändern kann. Und ich glaube, dass wir an diesem Punkt stehen, wo sich das menschliche Bewusstsein tatsächlich verändert und auch verändern kann, eben von diesem 3D in 5D hinein. Also tatsächlich ein klareres, umfassenderes, präsenteres und tiefenökologischeres, also Wissen, dass wir alle verbunden sind, Bewusstsein. Und ja, eine Rückverbindung tatsächlich. Eine Rückverbindung zu uns selber, also wir zu uns, aber auch zu diesem All-Ein, also zu anderen, zueinander und diese Rückverbindung auch zu diesem wissenden Feld, zur Quelle. Das verstehe ich unter einem spirituellen Bewusstsein oder einer spirituellen Lebenshaltung. Und wie gesagt, ich bin manchmal anderer Ansicht, wer die Probleme oder was die Probleme verursacht hat. Also ich persönlich, wie gesagt, bin nicht der Ansicht, dass das dunkle Mächte sind. Und ich finde, das füttert auch sehr in das hinein, was wir ja gerade eben nicht wollen. Wenn ich in einer hellen Welt, in einer freundlichen Welt leben möchte, aber vorher diesen Kampf gewinnen muss, das fühlt sich für mich persönlich nicht stimmig und kongruent an. Also ich empfinde mich nicht als Lichtkriegerin oder Lichtarbeiterin. Und wie gesagt, meine Haltung ist, ich lebe in einem freundlichen und wohlwollenden Universum. Aber ich sehe natürlich schon, was schief läuft. Nur wie gesagt, die Erklärungen dafür sind unterschiedlich. Aber darunter liegend stelle ich immer wieder fest, dass wir alle in einer freundlicheren, helleren, gesünderen Welt leben möchten. Wo mehr Verbindung da ist, wo mehr Entfaltung möglich ist, mehr Freiheit. Weniger Anpassung an gesellschaftliche Normen, die fragwürdig sind. Und wenn wir uns darauf wieder besinnen oder auch danach suchen, tatsächlich aktiv, dann stellen wir plötzlich fest, dass wir das Gleiche wollen. Und ich glaube, dann ist auch wieder ein Gespräch möglich. Die Haltung werden sich dadurch wahrscheinlich nicht ändern, also die eigene Meinung oder Sichtweise. Aber es ist wieder eine Verbindung da, und zwar eine Herzensverbindung, also eine Verbindung, die wirklich vielleicht sogar tiefer ist, als sie das vorher war, bevor man sich über dieses Thema unterhalten hat. Also das ist das eine, also Punkt 1. Dieses Suchen und Nachfragen und Finden von gemeinsam darunterliegenden, geteilten, tiefen inneren Werten. Punkt Nummer 2 ist, wir können sehr schlecht sowohl als auch aushalten, und das sollten wir uns angewöhnen. Nichts ist entweder oder, nur dies, nur das. Und wir Menschen kommen aber leider sehr schlecht mit Komplexität zurecht. Wir sind sehr schnell überfordert, wenn es eine bestimmte Menge an Informationen ist und wenn es keine klaren Richtlinien gibt. Klare Richtlinien geben uns das Gefühl, subjektiv, dass wir die Welt verstehen. Es gibt Richtlinien zum Handeln. Wir müssen also nicht jede Sekunde alles neu betrachten. Es hilft uns, Zeit und Energie zu sparen, und es gibt, wie gesagt, so eine Art Grundsicherheit. Aber es hat natürlich immer die Gefahr, es wird sehr starr und es sind Übergeneralisierungen. Also wenn Sie einmal eine schlechte Erfahrung als Kind mit einem Hund gemacht haben, der Sie hinter einer Hecke angesprungen hat und total erschreckt hat, dann neigen Sie dazu oder haben Sie wahrscheinlich eine Grundüberzeugung daraus gezogen, dass Hunde potenziell gefährlich sind und werden immer etwas angespannt sein in der Gegenwart von Hunden. Das versucht sie zu schützen, das versucht sie evolutionsbiologisch davor zu bewahren, sich in Gefahr zu begeben, und warnt halt lieber 10-mal zu oft,
als einmal zu wenig. Das ist die Idee dahinter. Nur das Problem ist, dass sie dann nicht mehr angemessen auf den Hund, dem sie gerade begegnen, reagieren können. Und es gibt sehr unterschiedliche Hunde von Biss. Also Übergeneralisierungen sind ein Problem. Und im Moment ist es so, scheint es zumindest so, dass wenn jemand in einem Punkt, der uns wichtig ist, nicht unserer Meinung ist, dass wir generell das Gefühl haben, dann ist es kein guter Mensch, dann ist es ein schlechter Mensch. Und das ist eine sehr extreme Haltung. Und jemand kann für oder gegen Impfung sein und mir helfen, wenn ich ganz schnell ins Krankenhaus muss, mich ins Krankenhaus fahren oder sich ganz viel sozial engagieren oder sehr freiheitlich denken. Und wir schließen das im Moment aus und das ist keine gute Entwicklung. Also ich glaube, wir sollten uns mehr wieder an sowohl als auch gewöhnen. Und das gilt für uns ja auch. Ich bin grundsätzlich ein guter Mensch, ich habe ein gutes Herz, ich versuche ein guter Mensch zu sein, ich versuche mich zu entwickeln, ich versuche anderen zu helfen, niemanden zu schaden, so gut ich kann. Und ja, ich bin aber auch manchmal gereizt, ich bin genervt, ungerecht, manchmal arrogant, überheblich, ängstlich. Das schließt sich nicht aus. Und die Menschen, die Kinder haben oder vielleicht auch anstrengende Eltern, die wissen, dass man die Kinder lieben kann, ganz tief, und sie auf den Mond schießen könnte. Und das ist sowohl als auch. Also ich glaube, wir sollten uns immer mehr angewöhnen, wirklich Dinge auch nebeneinander auf dem Tisch sitzen zu lassen. Und da keine Hierarchie zu machen. Also nicht zu sagen, die Kinder zu lieben ist wertvoller, als sich jetzt in dem Moment über die Kinder fürchterlich zu ärgern. Gehört beides dazu zum Leben, ist eine ganz normale menschliche Erfahrung. Und es ist wichtig, dass es beides da sein darf. Gut, kommen wir zu Punkt 3, nämlich der Tatsache, dass keiner in den Tempel geht. Und das finde ich sehr interessant und auch schade. Wir leben in einem Frequenzuniversum. Also jetzt physikalisch. Wenn wir in Materie reinschauen und tiefer schauen, dann löst sich die Materie immer mehr auf und es entstehen immer mehr Frequenzen und Felder. Also die Physik ist im Prinzip eine Physik von sich gegenseitig beeinflussenden Feldern. Schwingung einer bestimmten Frequenz oder Schwingungen von bestimmten Frequenzen, die sich gegenseitig beeinflussen und durchdringen. So, und was wir im Moment machen, auch das ein bisschen eine menschliche Eigenart, ist dieses, das möchte ich nicht und das möchte ich auch nicht. Wir wissen immer sehr, sehr gut, was wir nicht möchten. Nicht krank sein, nicht sozialer Abstieg, nicht dies, nicht das, nicht jenes. Wir wissen auch, zum Beispiel, wenn wir einen neuen Partner suchen, ziemlich genau, was wir nicht wollen. Das macht so das Leben. Irgendwann verstehen wir, was wir nicht haben wollen bei einem Partner. Wenn ich dann aber frage, was möchten Sie denn, wie möchten Sie sich denn fühlen in dieser Beziehung, dann ist da oft erstmal ein Vakuum, eine Irritation. Viele Menschen wissen das gar nicht. Und wenn wir uns mal vorstellen, wir leben in einem Frequenzuniversum und haben immer nur diese Nicht-Resonanzen, dass da nicht viel passiert oder eher das Gegenteil sogar von dem passiert, was wir eigentlich denken, dass wir wollen, ist relativ einleuchtend, physikalisch. Wenn ich eine Stimmgabel in A habe und ich schlage die an, dann wird eine andere in E tatsächlich nicht reagieren. Wenn ich eine in A habe, dann wird aber eine andere in A, die gleichgestimmt ist, mitschwingen im Raum. Also wenn ich nicht mehr kontrolliert werden oder sein möchte, welche Stimmgabel schwingt dann an? Die Freiheitsstimmgabel, die Unabhängigkeitsstimmgabel? Eher nicht. Sondern eine Verwirrung aus leicht die kontrolliert Stimmgabel und die nicht hat wenig Wirkung. Vielleicht ein ganz klein bisschen, weil das Universum schon weiß, was sie wollen. Aber was passiert denn, wenn wir uns mal überlegen, was wir möchten, also eine aktive Resonanz haben und aussenden? Wir senden 24 Stunden 7, unser ganzes Leben lang, ein Radio- und Fernsehprogramm nach außen. Herzintelligenz oder das Herzfeld, also das elektromagnetische Feld vom Herzen, ist eine der stärksten Broadcaster bei uns. Aber es gibt eben auch andere Quellen von Informationen, die wir nach außen senden, und zwar 24 Stunden 7. Und je kohärenter das Ganze ist, also je laserartiger, je übereinstimmender, je stimmiger Körper, Geist und Seele etwas ist, was wir aussenden, desto stärker ist die Wirkung.
Jetzt stellen Sie sich mal vor, was Sie aussenden, wenn Sie nicht einsam zum Beispiel aussenden oder nicht kontrolliert werden oder nicht unfrei sein oder keine Angst haben. Denken Sie in Stimmgabeln. Und was stattdessen passiert, wenn ich Freiheit, Unabhängigkeit, Liebe, Freundlichkeit, Bewusstsein, Entfaltung, Verbundenheit aussende. Und das meine ich mit in den Tempel gehen. Wir sollten uns im Moment gerade, das finde ich ganz wichtig, überlegen, in welcher Welt wir denn stattdessen leben möchten oder in welcher Welt möchte ich denn gerne leben. Und nehmen wir doch das, was im Moment passiert, als Anlass, mal darüber nachzudenken, in welcher Welt wir aktiv leben möchten. Das haben wir davor tatsächlich kaum getan. Also es war so dieses Funktionieren und Hamsterrad für viele, dieses der Tag ist sehr gefüllt. Und das ist sicher einer der positiven Effekte von dieser Zeit im letzten Jahr und auch jetzt, dieses Innehalten müssen und dieses mal wirklich Bilanz ziehen und auch wirklich gucken, was funktioniert in meinem Leben und was nicht. Und was möchte ich? Also lassen Sie uns doch mal zusammen wirklich überlegen, in welcher Welt Sie und ich leben möchten. Und dazu mache ich gleich eine gemeinsame Theta-Arbeit. Dadurch entsteht eine Art Container und Sie geben einfach die Frequenz rein oder Frequenzen rein der Welt, in der Sie leben möchten. Welche Erfahrungen möchten Sie machen? Und das können Sie aber auch jeden Morgen für sich selber machen. Dass Sie morgens, bevor Sie aufstehen, sich überlegen, was möchte ich heute erleben? Welche Erfahrungen möchte ich heute machen? Das klingt sehr seltsam, das zu tun. Das ist eigentlich das Normalste von der Welt. Weil wir unterschwellig sehr oft dran denken, was wir heute nicht erfahren wollen, im Sinne von, oh Gott, ich muss zur Arbeit, oh Gott, heute wieder Homeoffice, oh Gott, heute dies, heute das. Da ist ja dahinter Klammer auf, oh Gott, die und die Erfahrung, die ich eigentlich nicht machen möchte, Klammer zu. Und wie wäre es, wenn wir uns mal angewöhnen, morgens ganz anders aufzuwachen und den Tag ganz anders zu starten, nämlich mit der Frage, welche Erfahrungen möchte ich denn heute erleben? Und das braucht Übung tatsächlich. Sowohl diese Frage zu beantworten braucht Übung, als auch geben Sie dem Feld ein bisschen Zeit zu reagieren. Denn nur weil Sie das einmal morgens machen, heißt es ja nicht, dass diese Tausenden von Radioapparaten, die unterschiedliche Programme jeden Tag von Ihnen aus aussenden, sofort auf ein Programm umschwenken. Also die werden nicht sofort kohärent oder gleichstimmig. Das geht, das dauert ein bisschen. Das ist so ein bisschen wie, als würden wir mit dem Schiff in Hamburg losfahren und das Ziel ist Australien und dann würden wir nach einer Stunde wieder umkehren, weil wir noch nicht in Australien sind. Es sieht noch nicht aus wie in Australien. Das macht keinen Sinn. Also wenn Sie sagen, ich möchte das als neue Einstellung haben, dieses, ich gestalte meinen Tag, wir sind Mitschöpfer. Wir sind wirklich Mitschöpferinnen und Mitschöpfer. Nicht eins zu eins, in meiner Welt zumindest nicht, aber wir sind Mitgestalterinnen, Mitschöpferinnen. Also wenn Sie sich angewöhnen, mal morgens zu überlegen, was möchte ich denn heute erleben? Freude zum Beispiel. Ich denke mir manchmal, heute hätte ich gerne ein Lächeln und ich möchte mich gerne freuen über viele Dinge und kreativ sein. Das sind so zum Beispiel morgens meine Frequenzen, die ich aussende, Wünsche, die ich nach draußen gebe. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Stimmgabeln, die in der gleichen Frequenz gestimmt sind, mitklingen mit mir, sehr viel größer. Aber wie gesagt, ich bin auch nicht enttäuscht, wenn ich abends darüber nachdenke, okay, was war denn heute an Erfahrung, wenn das noch nicht sofort eins zu eins sich umgesetzt hat. Es braucht ein bisschen. Aber es ist eine viel bessere Haltung als, oh Gott, was möchte ich heute nicht erleben? Also lassen Sie uns doch zusammen wirklich in den Tempel gehen und nicht bei den Tempelhunden stehen bleiben. Lassen Sie uns Bewegung in die ganze Sache bekommen. Dadurch, dass viele Menschen ihre Intentionen bündeln, ihre Kräfte bündeln, und zwar in diese Richtung, was möchten wir denn? Und ich glaube, dass wir da mit vielen dann auch wieder auf einem Nenner sind, die vielleicht in Detail fragen, was die Tempelhunde anbelangt, nicht mit unserer einer Meinung sind. Lassen Sie uns das bündeln. Und dafür würde ich Sie bitten, für die Meditation gleich, die ich in einem getrennten Podcast mache, dass Sie die auch getrennt machen können, damit das hier auch nicht so lange wird, sich schon mal zu überlegen, in welcher Welt möchten Sie leben? Welche Qualitäten sollte das haben? Also das sollte jetzt nicht zu detailreich sein. Das ist
bei so einer Art von Arbeit erfahrungsgemäß nicht ganz so effektiv. Es geht mehr darum, welche Schwingung, also welche Grundgefühle möchten Sie erleben? Welche Grundgefühle, Grundstimmungen, Grundzustände sollte diese Welt ihr Leben haben? Sowas wie Liebe zum Beispiel, Vertrauen und Sicherheit, Schönheit, Entfaltung, Kreativität, Verbundenheit. Diese Qualitäten. Dann sehen oder hören wir uns gleich jetzt beim zweiten Teil dieses Podcasts, nämlich beim praktischen Teil mit dem Theta-Container. Vielen Dank fürs Zuhören.